Ja, einfach mal sehen, was du, ja, genau, was du für Ideen hast, genau, wie du sowas umsetzen kannst. Das ist immer wichtig zu sehen. Ich meine, das ist für Replay schon. Ich finde es geil. Das sagen wir jetzt nicht jedem. Ich weiß. Also, das ist jetzt was anderes, weil wir nicht sagen. Was also, anderes wie Dennis. Auf jeden Fall. Ja. Was hätte Dennis gemacht? Wir sind jetzt hier gerade bei Get Your Record Deal. Ich muss ein bisschen flüstern, weil das hier sehr ist wichtig hier. Man möchte die Leute nicht stören. Ich finde diese Idee wahnsinnig toll, weil hier wirklich Künstler eine Chance bekommen, ihre Sachen A&Rs von verschiedenen Plattenlabeln vorzustellen. Unter anderem WePlay oder Embassy One oder Contour oder und. Also wirklich ein großes Angebot. Ich freue mich darüber, dass es sowas gibt, weil sowas gab es schon lange nicht mehr in Deutschland. Die Leute kommen hier wirklich hin, setzen sich hier mit ihren Songs, die werden angehört und geprüft auf, keine Ahnung, auf alles, auf ob die gut sind oder nicht und nach welchen Kriterien die da gehen. Wenn man sieht, haben die Leute auch Spaß noch. Nach welchen Kriterien die da gehen, das fragen wir gleich später nochmal. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich kann jetzt nicht mehr flüstern, weil ich anfangen muss, mich zu räuspern. So, auf jeden Fall bleiben wir noch ein bisschen hier und gucken uns das Ganze an. Und ich bin ganz stark dafür, dass wir hier noch ein bisschen bleiben. Danke. Okay, wir sind jetzt hier gerade eben noch auf Get Your Record Deal, auf der Ebene, wo die jungen Künstler, jung, ist das richtig, wie alt bist du? 17. 17 Jahre alt ist er? Vor kurzem geworden. Dein Name ist? Mike Jung, passt sogar ja, zufällig. Ja, passt, noch passt er. Ja. Ne? Nee, ernsthaft, super. Du hast hier gerade ein bisschen gequatscht mit den Jungs. Dein Eindruck? Fanden sie gut, ja, auf jeden Fall. Die waren sehr angetan von meiner Musik. Was ich cool fand, dass die so lässig und nicht so arrogant gewirkt haben. Das kenne ich von, weil ich das jetzt auch schon jahrelang mache, kenne ich das von anderen Produzenten nicht so. Das ist auf jeden Fall schon mal ein dicker Pluspunkt. Und ja, dann haben die halt mir gesagt, dass wir dann noch in Kontakt bleiben und der Rest klärt sich dann von selbst. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Aber es ist jetzt nicht nur die beiden, sondern der Rest auch. Die waren auch echt geil. Nett und ja. Ja, die kommen hier hin und geben sich auch wirklich die Mühe, haben ja auch Bock, sich das hier anzuhören, so, sonst würden sie sich ja wahrscheinlich auch gar nicht hinsetzen. Ich denke, das ist schon mal eine ganz andere Ebene, ne? Eine ganz andere Connection zwischen euch und den Labels, zwischen euch Künstlern und den Labels. Für dich hat es sich also absolut gelohnt. Du kommst hier hin und hast die Möglichkeit, hier als Nachwuchskünstler in Anführungsstrichen deinen Stuff zu präsentieren und anscheinend hat es sich ja schon mal bewahrheitet, ne? Also gelohnt. Ja, also ich komme aus Dortmund, da passt das sogar, da muss ich nicht so weit fahren und dann kann ich direkt sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich, wenn ich einen guten Track produziert habe, ja, kann ich direkt Feedback bekommen und wenn ich dann schon an der Gestik oder Mimik von denen sehe, wie die überhaupt reagieren, wenn die schon den Track hören, dann weiß ich direkt, ob der gut war oder nicht und dann kann ich das am besten beurteilen, wenn ich den, vor allen Dingen ich jetzt mit 17 Jahren habe, ja, dann noch nicht die Möglichkeiten, so meine Lieder vorzuspielen irgendwo, in Clubs ist es selten, da muss man schon Connections haben und so ist das auf jeden Fall wertvoll für mich. Ja, gut. Finde ich natürlich auch wertvoll, dass man sich dann noch was sagen lässt. Es gibt viele 17-Jährige, die anders denken, das ist einfach so. Muss man natürlich auch ein offenes Ohr haben, gut, dass du es noch hast. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall, sich was sagen zu lassen und auf andere Meinung auf jeden Fall was zu geben, gerade von Leuten, die halt auch wirklich Plan haben, ne, und erfolgreich sind. Also ich finde das hier ein super Angebot, sagst du, lohnt sich, oder? Also auf jeden Fall. Nächstes Jahr wieder dabei. Ja, würde ich auch dann sagen. Hinter einem Tisch für ein Label. Ja, sehr gut. Ich danke dir für deine Zeit, Mann, ja, und wünsche dir alles Gute. Danke. In der Zukunft. Und vielleicht hat man ja was in Zukunft, ja, von dir da. Vielleicht sieht man sich. Ja. Alles klar, cool. Ciao. Danke dir. Ciao. Einfach. So, soll ich überrascht tun? Bitte. Soll ich überrascht tun? Ich komme nochmal so an. Ja. Warte. So, wir picken uns jetzt einfach irgendjemanden willkürlich aus der Masse heraus. Zum Beispiel ihn. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, du stehst ja hier jetzt nicht umsonst in der Schlange an. Ich gehe mal stark davon aus, dass du auch einen Song mitgebracht hast. Sehe ich das richtig? Ich dachte, hier gibt's Eis. Das ist falsch. Nein, natürlich haben wir auch einen Song mitgebracht. Okay. Das heißt, ihr seid zu zweit hier? Wir sind zu zweit. Seid ihr zusammen? Auch, aber rein platonisch. Okay, also musikalisch zusammen? Ja. Okay, wie funktioniert das so bei euch? Habt ihr da irgendwie eine Struktur? Der eine macht eher so Melodien, der andere die Drums. Er ist die Frau. Okay, du bist die Frau. Und eigentlich teilen wir uns das beide so. Er ist eher so der Studio-Nerd, der es mit Mastern und so weiter mehr hat. Und ich mache mehr so den groben Krempel. Also du bist so er ist so der Feinmotoriker. Du bist eher so ein bisschen grober. Er ist so die Frau. Ist er eher die Frau? Er ist die Frau. Okay, und es gibt aber auch grobe Frauen, nur mal so nebenbei. Habe ich ein paar kennengelernt, aber ihr habt doch auch einen Namen, oder? Ja, darfst du das Master Stux nennen. Master Stux, das ist ein cooler Name. Ist okay. Ja, super. Okay. Ich mag Schnurrbärte. Ich
auch sehr, sehr harmlos. Ich hätte auch gerne mächtigeren, aber das. Naja. Ich hätte auch gerne mächtigeren. aber nee, ernsthaft, welche Richtung geht hier so? Elektronische Tanzmusik, wir haben uns da noch nicht so richtig festgelegt. Was Spaß macht. Das ist immer gut. Was Spaß macht, ist immer gut. Wir finden es immer doof zu sagen, wir hören uns an, wie, weil da wir kein Interesse dran. Das ist eine sehr gute Sache, wenn man seine eigene Stile versucht. Das ist super. Ich finde das toll, wenn man etwas nicht so in eine Nische stecken kann. Finde ich echt klasse. Erhofft ihr euch denn, würdet ihr denn selber euch einschätzen können auf einem Level? Also ich meine mal ganz nüchtern betrachtet, es gibt Leute, die denken, sie sind gut und sind scheiße. Wir sind Nerds. Also, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Wir sind... Ist das mehr so Hipster-Nerds oder Nerds-Nerds? Nee, Nerds-Nerds. Wir sind weder professionell, noch sind wir geschult. Also die Brille ist jetzt auch echt. Das ist jetzt keine Tarnung oder so. Ja, ja, klar. Ist also ein echter Nerd. Richtig. Gut. Gut. Ich finde das schön, dass es noch was Echtes gibt in diesem Business. Ernsthaft. Danke dafür. Sehr gerne. Ich würde euch wirklich gerne die Daumen drücken. Ich kenne euren Sound noch nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal sympathischerweise davon aus, dass er wirklich gut ist. Und ein bisschen nerdy. Mit dem weiblichen Touch. Er ist okay. Er ist okay. Aber ihr macht einen sympathischen Eindruck. Das ist nett. Also ich drücke euch da wirklich die Daumen für. Okay. Und hoffe, dass ihr da jetzt gut vorankommt. Danke. Danke fürs Interview, Jungs. Ja. Kann man euch unter dem Namen auch im Internet finden? So Sound. Verständlich. Okay. Das möchte ich sehr gerne supporten. Von daher, geht da drauf. Drückt auf den Schnurrbart. Drückt auf den Schnurrbart. Danke, Jungs. Danke. Ich danke euch. So, wir sind hier oben in der, ja, in der Label-Area, wenn man so möchte. Wir waren gerade eben Zeugen von dem Get Your Record Deal und die Möglichkeiten dort sind wirklich phänomenal. Wenn wir mal gerade eben rüberschwenken, da siehst du mal, was für ein Andrang bei euch ist. Ne? Ja, stimmt. Wir stehen hier mit Stefan von WePlay. Ich geh durch, es sind 7 Leute und es ist wirklich phänomenal. Wo man dazu sagen muss, dass es ja schon eine Stunde zu spät ist. Jetzt ist ich dachte, du sagst jetzt, es ist 7 Uhr? Oder 7 Leute? 7 Leute sind da, deswegen. Ja, aber es ist trotzdem Wahnsinn, weil ich meine, gut, die anderen Leute hängen halt, ne, die haben schon Bock auf euch. Das meine ich damit so. Das finde ich sehr gut, weil ihr auch ein sympathisches Label seid, ne? A&R, WePlay. Ja. Deine Meinung bis jetzt? Ich finde es sehr, sehr gut und man muss dazu sagen, irgendwie, ich finde es generell gut, jungen Leuten eine Chance zu geben, weil es war natürlich nicht immer so, dass wir haben auch klein angefangen, auch mit Label, mit Produktion, mit allem drum und dran, sind einen anderen Weg gegangen und wir machen das sehr, sehr gerne, jungen Leuten die Chance zu geben. Das sieht man bei uns auch mit dem Label auch, dass wir vielen jungen Leuten auch mal die Chance geben, Remixe zu machen, teilweise auch für große Namen. Sind ein paar Leute raus entstanden. In den letzten 10 Jahren, ob das ein Tocca Disco ist oder andere Leute irgendwie, da hat es genauso angefangen und ich finde das wichtig, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, ist natürlich auch ein paar Sachen dabei, die nicht so doll sind, aber es gehört halt zum Job dazu. Aber selbst da finde ich es gut, dass sie mal ein Feedback bekommen. Weißt du, kennst du, das ist so ein bisschen wie DSDS, Leute, die da hingeschickt werden, gesagt, du kannst singen und die klingt scheiße, tut mir leid, wenn ich das so sagen darf, kriegen es aber von niemandem ehrlich gesagt. Hier kommen sie mal hin und sie kriegen vielleicht auch mal gesagt, du hör mal, da musst du noch ein bisschen was machen. Genau, das machen wir auch so irgendwie. Ich finde nicht, dass man es unbedingt so hart sagen muss, weil jeder, der Musik macht oder der ein Bild malt oder was auch immer, hat sich was dabei gedacht irgendwie und man muss die Leute jetzt nicht komplett abreißen. Aber es waren ein paar Überraschungen dabei, wo ich es nicht gedacht hätte und ich habe davon heute... Positiv meinst du? Sehr positiv. Yeah. Also es waren 2, 3 Leute dabei, wo ich jetzt nicht sage, dass ich ein Track sein muss, aber auf jeden Fall... Potenzial dabei. Es war gerade ein 17-jähriger Junge, der sagt irgendwie, er findet das alles ganz klasse mit WePlay und er findet die Schweden, die wir machen, ganz toll und so weiter. Und das hat man gehört und er macht auf jeden Fall jetzt mal einen Remix für uns. Ja, das ist doch super. Und den haben wir auch gerade direkt vor die Kamera geholt. Er war auch super begeistert von der ganzen Sache, von euch, von all den Möglichkeiten hier. Und genau das ist das Ding, was du gerade schon gesagt hast. Ist halt klasse. Ich kann das immer nur wiederholen. Super, dass ihr den Leuten die Chance gibt, hier euch hinsetzt, die Zeit nehmt, wirklich den Leuten das Publikum gibt, die Bühne gibt quasi. Also das ist nicht selbstverständlich, wie ich finde. Ist auch super selten, dass du in Deutschland irgendwo irgendwie die Möglichkeit dazu hast, sowas in der Richtung zu haben. Von daher... Ja, gut, das ist natürlich ein großes Problem unserer Szene irgendwie. Die meisten Leute in der Musikbranche sind sehr, wie sagt man so schön, in sich selbst verliebt und so weiter. Ja. Und das merkt man bei vielen großen anderen Labels auch. Oder bei Majors und so weiter. Und wie gesagt, wir sind Musikleute, wir wollen weiter Musik machen und auch jungen Leuten die Chance geben. Das war schon. Und ein paar Bier dabei trinken. Ja, nee, danke dir für die paar Worte auf jeden Fall. Wirklich mega Respekt und ich ziehe meinen Hut davor, dass ihr das macht. Wirklich viel super. Hätte ich einen, ich Hut entstellen mich. Das sieht komisch aus. Ja? Ich sehe jetzt schon komisch aus, aber mit Hut noch. Nee, ist nicht schön. Naja. Ja. Lassen wir es dabei.
Wir gehen jetzt. DJ Meeting. Ja. Ja, ist wirklich ein schönes DJ Meeting. Stefan. Dann gehe ich da jetzt lang. Ich sag tschüss. Macht's gut. Nächstes Jahr wieder. Und einen schönen Abend. Nächstes Jahr wieder. Ja, ja, ey, seit 14 Jahren oder 15 Jahren. Wow. Immer. Okay, dann nächstes Jahr wieder. Du wirst jetzt fragen, wer der Junge das geschafft hat, 15 Jahren dabei zu sein. War der schon mit 10 dabei? Nein, ich bin schon etwas älter. Ehrlich? Enttäuscht. Ich hätte es nicht gesehen. Weil ich im Urlaub war, weil ich bin jetzt braun und so weiter. Man denkt das immer. Ich hätte es nicht. Ich hätte auch gedacht. Also, ich bin schon über 30. Okay, tatsächlich? Dann geht's ja. So. Okay. Hey. Ich könnte drei, vier jetzt auch rausschneiden. Danke.